Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Ja, und bitteschön. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir sind's, der Orcast, mit der nächsten Jubiläumsausgabe. Ja, richtig. Denn ich habe heute festgestellt, wir sind heute... Es ist Welteitag. Es ist Welteitag und Eitertaus. Ja. Da merkt ihr schon, jetzt sind wir angekommen. Genau. Auf dem Niveau wird es so weitergehen. Wir haben uns eingependelt auf dem bekannt unbeliebten Niveau. Und das wird auch nicht besser, das kann ich jetzt schon sagen. Super, ein Fass voll guter Laune. Ja, ja, genau. Ein bunter, fröhlicher Strauß schlechter Wortwitze. Wie immer halt. Ja, da müsst ihr halt durch. Ja, nee, wir werden heute tatsächlich 11 Jahre. Ist immer der November, klar, dem traurigen Monat, im traurigsten Monat überhaupt, haben wir immer Geburtstag. Ja, 11 November passt ja auch. Ne? Ja, das ist doch eine schöne Doppelung. Ja. Ja. Nächstes Jahr wird doof. Stimmt. Und dann erst übernächstes Jahr. Da müssen wir dann ein neues Jahr anfangen. Das ist egal. Das versteht doch egal. Der Orcast 126. Nach der 125 kommt die 126, logischerweise, die mein Lieblingstitel ever hat. Ja, den darfst du dann auch deswegen vorlesen, weil es dein Lieblingstitel ist. Okay, er lautet Howdy Carpendale, ein ganz normales Händel. Es klingt wie ein ganz schlechter 80er-Jahre-Film, oder? Es könnte auch ein Porno sein, wollte ich gerade sagen. Also irgendwie, das hat sowas Schlüpfriges irgendwie. Ja. Weiß nicht, wundervoll. Um aber den alten Markus Krebs-Witz anzubringen. Weißt du, dass ich damals auch in einem Porno mitgespielt habe? Ich war der Ehemann, der am Anfang zur Arbeit gefahren ist. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, das... Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen, ja. Ich wollte gleich zu Beginn, bevor wir einsteigen, ein paar Genesungswünsche lösen. Ein lieber, treuer Hörer von uns, Hans Jörg, hat es ziemlich gebeutelt. Gute Besserung auf diesem Weg, wollte ich dir nochmal über den Orcast auch zumindest rüberschieben. Auch von mir. Ja. So, und jetzt haben wir die alle Formalitäten und Dinge, die wir vorab sagen wollten, hinter uns gebracht. Wir können einsteigen. Ja, wir müssen euch ja nicht groß erzählen, ne? Voraushör, Rückhör, News, Feedback in eigener Sache und Podcast. Genau. Ablauf, genau. Deswegen ohne großes Rumgemeier. Weil wir haben 3 Hörspiele mehr. Wir müssen ein bisschen auf die Tube tun. Außerdem steht das Monatsende kurz bevor. Ja, also, dann machen wir schnell. Es wird Zeit. Ja. Los geht's. Der November ist da. Der November. Hallo November. Ja. Dienstag ist es, ein 1. November. Nee, der 1. November ist ein Dienstag, so rum wollte ich sagen. Da gibt's was von Holysoft, nämlich die Van Dusen. 12 Mörder unter sich. Ja, und bei SWR 2 gibt es auch was im Programm, was an allen Feiertagen Usus ist. Und zwar gibt es ein Kinderhörspiel nachmittags um 14.05 Uhr. Das ist normalerweise der Sendeplatz des Features, aber wie gesagt an Feiertagen und ja besonderen Anlässen gibt es dann eben ein Kinderhörspiel. Und hier gibt es auch noch eine Ursendung, und zwar von Magda Wojcuk, aufgemerkt. Und zwar ein Kinderhörspiel mit dem Titel O Euridike, die Liebe höret nimmer auf. Und das Interessante ist, es ist eine Koproduktion mit dem ORF. Also das ist schon... Also es ist vermutlich nicht nur für die kleinen Ohren. Peter Kaiser. Ja. Das klingt sehr, sehr spannend. Also das wird auf jeden Fall Magda Wojcuk. Natürlich wird das gehört. Ja. Dann zum Mittwoch, 2. November, da gibt's was bei Europa. Nämlich Dino Rice, die Legende des Dino Rock Teil 2, die Legende ist wahr. So ist es. Das ist eine Reihe, die war schon mal angekündigt, aber bis letzte Woche wusste ich noch nicht so genau, was da überhaupt passiert. Also es ist jetzt anscheinend ein Mehrteiler, tatsächlich Originalhörspiele. Also es passt nicht zur gleichnamigen Serie, also Fernsehserie. Es ist, glaube ich, ein 5- oder 6-Teiler. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm. Aber der wird jetzt also so im wörtlichen Rhythmus. Also ihr werdet jetzt gleich im Orcast noch öfter davon hören. Und Ende Oktober ging es los. Und jetzt gibt es dann die 2. Folge, dann am 2. November. Ian fühlt, was der Saurier empfindet. Wenn Ludmilla und die Comet Corporation das Portal im Dino Rock öffnen, kann es zum Konflikt mit der anderen Welt kommen. Das ist genau mein Ding. Ja, was hast du erwartet? Ulysses? Gleiche Schiene. Ja. Super. So wie die Ulysses, nur anders und mit Dinos, ja. Richtig. Genau. Ulysses mit Dinos. Ja. Super. Ja, stell dir mal vor, er hat sich da durch 600 Seiten gequält und dann geht der Protagonist in Irland um die Ecke, da steht ein Dino. Und frisst alle auf. Ja. Buch zu Ende. Das ist doch mal ein knaller Abschluss. Ja. Ja, dann wäre wenigstens was passiert. Ja.
Ja, dann am Mittwoch, den 2. November, 20.05 Uhr bei Bayern 2 gibt es den dritten und letzten Teil des Hörspiels Haus der aufgehenden Sonne. Ein Hörspiel von Friedrich Annie, und das ist sogar ein Originalhörspiel von Friedrich Annie. Also er hat seine Romanfiguren Fariza Nasri und Jakob Frank hat er jetzt auch auf die Hörspielschiene geschickt und einen Dreiteiler geschrieben, den ich tatsächlich auch schon im Ohr hatte. Der wird also nicht nur bei Bayern 2 laufen, sondern er wird auch bei SWR 2 und SWR 4 gesendet werden, weil es eine Koproduktion der beiden Sender ist. Und dieser Dreiteiler erzählt von den beiden Kommissaren, also Fariza Nasri und dem Ex-Kommissar Jakob Frank, der schon in Rente ist. Und die beiden müssen Messermorde aufklären, gleich zwei Stück. Das ist immer die gleiche Tatwaffe, ein bestimmtes Modell eines russischen Messers. Es gibt Hinweise darauf, dass die beiden Opfer eine zumindest Begegnung hatten oder beziehungsweise eine Begegnungsstätte, ein etwas zwielichtiges Etablissement, was in einer Privatadresse untergebracht ist und von der Trude Gerlach geführt wird. Ja, das scheint irgendwie Dreh- und Angelpunkt dieser Fälle zu sein. Und dann passiert auch noch ein dritter Mord. Und es gibt einen Kollegen von Nasri, der auch seine Hände im Spiel hat, auch Gast in diesem Etablissement war, ja, eine zwielichtige Rolle spielt. Das Ganze ist dann ein, ja, vom Krimi-Plot her sehr solider Krimi, auch, wenn man es mal runterbricht, auf den reinen Plot, auch ein sehr, ich will jetzt sagen gewöhnlicher, aber doch gängiger Krimi, also der ohne großartige Finessen kommt, denn das Besondere bei Friedrich Annie ist halt eher, wie er von den Figuren erzählt, wie er die Figuren leben lässt, und das wird hier ganz besonders schön, und da ist es auch kein Problem, dass das Ganze über drei Hörspielstunden geht, was der Fall an sich eigentlich nicht so hergibt. Und da wird wahrscheinlich der ein oder andere Krimi-Purist sagen, oh, ist vielleicht ein bisschen lang. Aber ich fand schon, dass sich das lohnt zu hören, weil die Erzählweise so toll ist und man klebt da wirklich in diesem Fall drin und in dieser Figurenkonstellation und wie schön man das auffächert. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, und auch, dass man sich endlich mal wieder im Radio-Hörspiel die Zeit lassen kann, so eine Geschichte auch in der Breite zu erzählen und nicht nur schnell und schnelle Szenenwechsel. Also das ist dann was für einen gemütlichen Winterabend und ich sag mal, für die Autofahrt, wo man was schnell was weghören will, ist es dann eher nichts. Also das ist dann wirklich was. Hier Kamin an. Oh gut, Kamin an, ja, in den Zeiten. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das war ja, genau. Ja, also ich würde es dem geneigten Krimi-Konnoisseur empfehlen wollen. Und ja, hört euch das gerne an. Wie gesagt, es ist bei Bayern 2 am 2. November wird es nochmal gesendet, aber es steht natürlich im BR-Hörspielpool auch komplett zum Download schon zur Verfügung. Fein. Dann Mittwoch bleiben wir. Um 21 Uhr gibt es im HR2 das Hörspiel Der Wendepunkt zu hören. Ein Griff ins Archiv des HRs aus 1961. Ein Hörspiel von Paul Buckingham. Ja, und zur Abwechslung auf was Neues. Am Mittwoch, den 2. November, um 22.03 Uhr gibt es den ersten und zweiten Teil des Vierteilers Sauerei von Serotonin, eine Neuproduktion für den Deutschlandfunk Kultur. Und ja, da darf man sehr gespannt sein, was einen da erwartet. Schöner Titel, gefällt mir. Ja, dann was Großes, und zwar der dritte Akt von The Sandman erscheint bei Audible. Das dürfte dann, denke ich mal, auch der letzte sein, wenn ich mich recht entsinne, weil dann müsste man die 52 oder so Bände eigentlich durchhaben. Das ist ja alles zusammengeschnürt worden und genau, und das Ganze gibt's ab Donnerstag, den 3. November bei Audible. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Ich fand die ersten beiden großartig. Ich finde die Geschichte sensationell gut, grandios. Also was da an Originalität drinsteckt, das ist überbordend. Diese Welt ist großartig. Das hat mich doch sehr gepackt, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch angefangen, die erste Staffel zu gucken. Und muss sagen, das Hörspiel hat mir besser gefallen bis jetzt. Aber gut, das ist wieder so eine Hörspielvorliebe, glaube ich, generell. Ist ja vielleicht, weil es das erste war, oder? Einmal das vielleicht, und irgendwie das Timing ist da ein anderes. Es ist halt einfach ein anderes Medium. Ja, ja. Und es irgendwie geht es mir oft so tatsächlich, dass ich mich dann lieber im Hörspiel verirre, als das dann gucke. Aber gut, ja, so ist es halt. Apropos verirren. Nicht verirrt hat sich Bastian Pastewka bei seiner Suche im Archiv, denn er hat wieder was Großartiges, oder er bringt was Großartiges zutage.
Frage, ja. Nämlich eine SDR-Produktion aus dem Jahr 1984, das Hörspiel Gruselgrab nach Rodney David Wingfield, ein Krimi, den ich schon vor Jahren am Ohr hatte und schon damals großartig fand, weil das auch wieder eine sehr originelle Story ist, die mit einem doch nur mit einigen unerwarteten Wendungen daherkommt und vor allen Dingen mit einer wahnsinnig tollen Besetzung. Also wer da alles aufläuft, ist wirklich großartig. Also Ute Christensen ist dabei, Karl-Heinz Fiege, Charles Renier, Heinz Schimmelpfennig, Gerd Hauke, Gerd Andresen. Also es ist wirklich ein Fest für die Ohren und vor allen Dingen ist der, ja, nenne ich es jetzt mal Fall, ja schon eigentlich, aber das Ganze ist, wie der Titel schon sagt, Gruselgrab, schon besonders. Ein Pärchen fährt durch die Einöde und hat einen Unfall, ist es, oder? Ist eine Panne, ich weiß gar nicht, ein Unfall. Da wird der Mann, hat dann bei seinen Erkundungstouren entdeckt er ein Begräbnis und am nächsten Tag wacht er in dem Ort auf und ja, irgendwie will sich da so keiner dran erinnern, dass es da ein Begräbnis gegeben haben sollte. Mitten in der Nacht ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Und diesem Stück geht es dann quasi darum, ja, war das jetzt nur geträumt? Steckt da mehr dahinter? Man kann sich's denken, es steckt mehr dahinter. Ja, das Ganze wird dann sehr wendungsreich. Es kommen einige, oder es verdichten sich immer mehr Hinweise darauf, dass da tatsächlich was dran ist und dass mit diesem ganzen Dorf doch irgendwas nicht stimmt. Irgendwas scheint da nicht in Ordnung zu sein. Und das ist so interessant erzählt und so ungewöhnlich, ein ungewöhnlicher Stoff. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und würde ich euch dringend ans Herz legen, das im Podcast Kein Mucks am 3. November direkt zu hören. Das ist wirklich eine kleine Sensation. Also das hat mich auch absolut geplättet. Das fand ich sensationell gut. Originell bis zum Bersten. Also alleine, wie man als Hörer ständig die Seiten wechselt, das ist wirklich großartig. Und wie toll das besetzt ist mit diesem Richard Gordon, der Karl-Heinz Fiege, der so eine ganz eklige Nummer da abzieht und die eigentliche Hauptfigur ist, um die sich eben alle dreht, der eben so ein versnobter Kerl ist, der so eine jungsche Frau an der Seite hat und in dieses Dorf da kommt und alle von allen natürlich komisch beäugt wird und man ständig als Hörer dann auch denkt, ja, man hat das ja selber nicht mitbekommen mit diesem Begräbnis. Ist das jetzt wirklich passiert? Hat er sich das eingebildet? Redet man ihm das ein? Oder was zum Hack ist da passiert? Und dann, also wie sich das noch zwei, dreimal dann dreht, das ist echt irre. Und also vor allem, das mag ich immer, wenn man als Hörer da so an der Nase rumgeführt wird. Und wenn das nämlich gut gemacht wird, wie hier Rodney David Wingfield, der kann es halt. Das ist wirklich toll, ganz toll umgesetzt. Die Sprecher sind der Knaller, als da Gerd Hauke dann auch noch auftaucht. Das ist ja der Knaller. Also unbedingt anhören. Ganz toller Griff ins Archiv. Gold wert. Ja. So. Apropos ganz toll. Ja, es ist jetzt keine große Überraschung, aber ja, letztlich dann doch, weil es so toll ist. Am Donnerstag, den 3. November, startet um 23 Uhr auf 1 Live eine Ursendung. Ein Hörspiel von Edgar Linscheid und Stuart Kummer, eine WDR-Produktion namens Gräuel. Ein Achtteiler ist es dann letztlich und der hat's in sich. Worum geht's? Ja, es ist erstmal so ein bisschen so eine zeitlose Zeit. Letztlich spielt das Ganze irgendwie im Mittelalter, lässt sich aber nicht so komplett festnageln. Das Ganze spielt in Zirnertal. Das ist halt mitten irgendwo im Nirgendwo. Und in diesem Zirnertal, das ist so eine Art abgeschlossenes Tal, zu dem es letztlich dann nur einen Zugang gibt. Also da ist man unter sich. Und so sind da auch die Dorfbewohner unter sich. Es gibt da so ein kleines Dorf, das Quill heißt. Und in diesem Dorf, ja, gibt's halt so die Leute, wie das halt so war, wie man sich das so vorstellt. Da gibt's halt den Bürgermeister, einen Schmied, einen Ziegenbauern und das eben mit Anhang und Familie. Und das sind auch so die Hauptfiguren, würde ich mal sagen. Währenddessen es nicht nur das gibt, sondern in der Nähe auch ein Kloster. Und dieses Kloster ist der zweite große Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte, wo eben so das Klosterleben so, wie man sich das halt so vorstellt. Das hat so ein bisschen was von, natürlich Name der Rose liegt da deutlich nahe. Da ist aber auch noch so viel mehr drin. Und das spielt auf so vielen Ebenen so großartig, dass das so eine Laune macht. Ausgangspunkt ist letztlich, dass in diesem Dorf ein
Mädchen verschwindet beim Kräutersammeln. Zur Welt sei noch gesagt, die dort aufgesponnen wird, dass dieses Dorf dem Alten verhaftet ist, sage ich jetzt mal. Und dem Alten verhaftet heißt, man glaubt da noch an Naturgottheiten. Also generell eine Götterwelt, die dem Heidnischen nahe ist, also sehr naturverbunden. Währenddessen natürlich auf der anderen Seite die Klosterbrüder, die da in ihrem Klostergemäuer sitzen, natürlich dem christlichen Gott folgen. Und das ist so ein großer Konflikt, der letztlich über diesem Zirnertal hängt und der auch an diversen Ecken dieser Geschichte aufbricht. Denn als dieses Mädchen verschwindet, bricht da eine alte Geschichte wieder auf, nämlich die Geschichte vom Greuel. Das ist so eine sagenhafte Figur, die schon seit Äonen monströs durch die Wälder streift bzw. striff, denn sie wurde gebannt in so eine Art Höhle. Der Eingang wurde verschlossen und dadurch wurde dem Greuel eben Einhalt geboten. Jetzt ist diese Höhle geöffnet und das Greuel scheint wieder umzugehen. Und wie gesagt, die Ortrud, das ist dieses Mädchen, ist erstmal verschwunden. Der absolute Knaller ist aber, dass wir als Hörer, Spoiler, in Folge 2 ist es, glaube ich, schon erfahren, was wirklich dahinter steckt. Mhm. Was ich jetzt eigentlich nicht verraten will, und das tue ich auch nicht. Es hat aber etwas anderes damit auf sich. Und das Geniale an diesem Stück ist aber, dass wir das zwar wissen, dass das aber überhaupt kein Ding ist, weil trotz dieses Vorsprungs immer dieses Greuel tatsächlich im Hintergrund irgendwie noch eine Rolle spielt. Denn es gibt auch in diesen Wäldern eine so eine Art Hexe, würde ich sie jetzt mal nennen. Also so eine Magierin oder eine eigentlich ist es eine alte Frau, die in der Hütte wohnt, die aber auch schon seit Äonen dort zu wohnen scheint und ihre Gestalt nicht wirklich verändert hat. Die wird auch akustisch ganz grandios so ein bisschen verzerrt, dass die sowas Mystisches bekommt. Immer wenn die auftaucht. Und die spricht dann auch so merkwürdige Sachen. Also da scheinen wirklich irgendwie noch so Naturgeister irgendwie rumzuspuken. Und so hat man halt dieses christliche, zutiefst übrigens Verdorbene, was ich auch grandios dargestellt fand, diesen Abgrund, der sich in dieser Abtei da zwischen diesen Klosterbrüdern und auch den Vorgesetzten, also den Erzbischof ist es, glaube ich, was sich da abspielt, das wird eben nach und nach aufgeblättert, dass da eine relativ große Verschwörung zugange ist. Also das spielt noch mit rein und dann kommt es halt irgendwann mal zum Knall, währenddessen eben im Dorf auch die Figuren aufeinander prallen und es da um Machtgerangel geht, um die Position des Bürgermeisters und das ist ein riesengroßes Spektakel tatsächlich, was hier abgezogen wird mit so vielen Facetten und so einer grandios erdachten Welt, die zwar immer mal so Anleihen hat, wie gesagt, Name der Rose und so, man hat immer mal so Konekes, aber letztlich ist das bis zum Bersten originell und toll erdacht und eine fantastische Welt, die eben so leichte Fantasy-Anleihen hat, aber eben dort trotzdem durch dieses Dorfleben zum Beispiel total geerdet ist und auch so was von Game of Thrones dann auch noch hat, so ein bisschen, wenn es da um die Kirche geht, um diese Machtränkeleien und so, also das ist grandios, dann möchte ich die Darsteller noch erwähnen. Alles gut, Olaf? Bist du alles gut. Okay. Ich bin nur umgefallen, nein. Ja, genau. Die Darsteller, ja, wo soll ich anfangen? Da spielt ein Bjarne Mädel einfach mal so mit, ein Peter Simonischek und also durch die Bank ist es egal, wen du rauskommst. Es ist Axel Prahl. Joachim Kohl vor allem ist ja auch sowas, was man immer sonst nicht so wahrnimmt im Hörspiel. Also es ist ein Fest, es ist großartig und es nimmt dann ein Ende, das einen staunend zurücklässt und mit Vorfreude auf das, was da hoffentlich noch kommen wird. Ja, kommen muss eigentlich. Ja. Also alleine, was da im Kopf geschaffen wurde, diese Szenerie bei diesem Eingang, wo die Feinde vor dem Eingang zum Tal stehen und dieser Berserker da oben steht, das ist da sind mir Schauer über den Rücken gelaufen, das ist so großartig. Boah, meine Fresse ist das gut. Meine Fresse müsst ihr euch das anhören. Also wer das nicht hört, der hat einen Schuss nicht gehört. Ja, also ich würde auch sagen, also das ist für mich der klarste Favorit aufs Hörspiel des Jahres, oder? Ach, keine Frage. Ich habe noch einen im Köcher, aber ja, es ist schon die zwei. Ja, also ich würde das mal ganz, ich habe es mal ganz vorsichtig als Radiotipp deklariert.
Ich glaube, das kann man schon sagen. Also das ist schon ein Brett für, also eins der dicksten Bretter 2022. Ja. Ich hätte schon erwartet, dass es gut ist, aber dass es so gut ist, muss ich sagen, hat mich schon überrascht. Und so anders, also so allein diese Atmosphäre und diese Welt sich so auszudenken, die so griffig ist, die so, was die Sprache anbelangt, was die Schauspieler anbelangt und wie es geschrieben ist, wie toll das alles ineinander geht und wie sehr man in diese Welt nach ein paar Minuten in diese Welt gezogen wird und da nicht mehr raus will. Also es ist auch, ich habe das auch bei vielen Mehrteilern hat man es ja so, dass man da so Schwierigkeiten hat, ranzukommen. Und das fand ich hier null. Und ich glaube, das ist auch, also was ich bisher an Rückmeldungen gesehen habe, das ist bei jedem so gegangen, dass man bei der ersten Folge sofort drin war und sofort gepackt wurde von diesem Stoff, da gar nicht mehr raus wollte. Und ja, also ich glaube, es ist nicht nur bei uns ganz gut angekommen, habe ich so den Eindruck. Ja, also das ist schon nachvollziehbar. Ja. Weil das auch so viel hat, also da auf so vielen Ebenen so toll ist. Und also, ja, was soll man sagen? Ja. Außer Hut ab, wieder mal. Ja, Jens Stuart, guck mal, das habt ihr super gemacht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Doch, eine Frage hätte ich noch. Ist dir Friedrich Mücke aufgefallen, der den Dämonenjäger, wie heißt der, Olvard? Olvard, ja. Ja, spricht. Weißt also du, ich direkt nicht tatsächlich, also dass der die Rolle ist ja auch der Knaller. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ich bin ja auch schon alt, irgendwas im Gehör habe, dass mir da irgendwas, aber der hat mich dermaßen an Bastian Pastewka erinnert, dass ich am Anfang dachte, das ist er doch, oder? Das ist doch Bastian Pastewka. Und stand tatsächlich mal in der Liste, weil der wäre mir aufgefallen, wenn ich ihn vorher in der Liste gelesen hatte. Ich habe den nicht als Friedrich Mücke enttarnt. Den höre ich auch zu selten, dass ich die Stimme so direkt präsent gehabt hätte. Aber ich fand den extrem. Muss ja nochmal diese Szenen, wo er da im Wirtshaus und sitzt und davon seine Storys erzählt, da wirkt er echt wie Bastian Pastewka, wenn er das so in seiner Rolle als Pastewka macht, um so ein bisschen, so ein bisschen was rauszukehren. Ja. Allein die Szenen, ne, das ist, das wird ja auch nur erzählt letztlich und du bist da so drin und folgst diesem Typen da und also es ist, ja, drinner kann man nicht sein in der Geschichte. Ja. Also mir ging es zumindest so. Ja, mal gucken, ich plane demnächst Edgar Lindscheid zu treffen und ach, guck an. Da werde ich mal ihm auf die Schulter klopfen können. Mach das mal, ja. Ja, ja, jetzt müssen wir wieder ins normale Geschäft zurück. Das wird hart. Das wird hart, ja. Und zwar dann auch gleich in den Handel, weil der erste Freitag des Novembers steht vor der Tür und im November gibt es einiges im Handel und am 4. November geht es dann auch los mit, festhalten, Bibi Blocksberg, Folge 145, etwas andere Weihnachten. Ich glaube, das stinkt ganz schön ab, obwohl es eine 2-CD-Folge ist. Also, Tja, wo ist es? Dann hat All Ears wieder gebuddelt und eine Schwanni-Produktion aus 1986 rausgebuddelt, die ich noch nie was gehört habe, die so merkwürdig klingt. Das Märchen vom Erzengel Gabriel und dem Angsthasen von Johanna von Kotschian. Kotschian. Kennst du auch, das ist auch wieder so ein Generationending. Du bist einfach zu jung um Johanna von Kotschian. Früher war die ziemlich omnipräsent im Fernsehen. Okay, nee. Also ich hätte gesagt, so in jeder Unterhaltungssendung ist die irgendwie mal so rausgeholt worden. War Schriftstellerin und... Ach ja, Mensch. Jetzt, wo ich das Bild von mir habe, sehe ich es. Ja, okay. Kennt man. Kennt man, das stimmt. Ja, bin ich mal sehr gespannt drauf, was einen da erwartet. Also gibt wohl ein, zwei Hörspiele von ihr, und also auch Originalhörspiele. Interessant, ja, dass das auch bei Schwanni dann rauskam. Schon interessant, ja. Ja, bei Europa gibt es auch was Neues am 4. November. Der Krolltroll geht in die 5. Runde. Der Krolltroll ist eifersüchtig und so guckt er auch auf dem Cover. Das stimmt. Müsste man mal kitzeln unter den Armen. Bisschen, ja. Dann zu Pidax. Pidax hat auch wieder gebuddelt und eine HR-Produktion aus 1999 aus dem Archiv gekramt und präsentiert das Ganze wieder auf CD, wie immer, und zwar ein Hörspiel von Friedrich Glauser. Der Tee der drei alten Damen heißt das Hörspiel, von dem ich vorher auch noch nie was gehört habe. Hatte ich auch nicht und habe es dann gehört und habe mich dann zwischendurch auch mir gedacht, ja, es ist auch vielleicht ganz gut, dass du es nicht gehört hast. Also das fand ich schon ziemlich ganz merkwürdig. Ja. Und hast du reingehört? Ich habe es komplett durchgehört. Ich habe divers den Faden verloren, muss ich sagen. Ich hab ihn auch irgendwann nie wieder gefunden. Also ich hatte den Eindruck, also es gibt überhaupt keinen roten Faden in dem. Also es ging alles so wild hin und her und es ist dann, ich habe dann später mal den Klappentext gelesen und den letzten Satz, aber Klauser folgt dem Grundsatz einer seiner Figuren, warum etwas einfacher machen, wenn es auch kompliziert geht. Und so ist es letztlich auch. Also ich fand es leider überhaupt nicht hörenswert, weil es so verwirrend war und trotz einer unglaublich tollen Besetzung.
Fassung von Jens Wawacek über Wildkober, Nöten, Fricke ist drin, Manteuffel ist dabei, Ptok als Erzähler. Also es ist eigentlich von der Papierform her großartig. Gerlach Fiedler. Ja, stimmt, ja, Gerlach Fiedler ist auch mit dabei. Ja. Ja. Also ich könnte noch nicht, also am Anfang war es noch relativ klar, um was es geht, aber das wird auf einen Schlag irgendwie, ändert sich das total. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, es ist ja so ein Radio-Zweiteiler gewesen. Der zweite Teil hat mit dem ersten irgendwie überhaupt nichts zu tun. Also da fand ich, habe ich überhaupt keine Verbindung mehr gefunden. Fand ich ganz merkwürdig. Ja, diese drei alten Damen kommen nämlich erst im zweiten Teil dann vor. Ja, und zwar ganz am Schluss erst. Und die im ersten Teil eigentlich nie eine Rolle spielen, die aber so eine Art, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so eine Art Drahtzieher generell in Genf sind. Also es spielt in Genf in den 30ern, wo jemand zu Tode kommt. Und dieser jemand ist ein Sekretär eines Diplomaten. Und das führt natürlich zu erheblichen Verwerfungen. Und in Genf tobt irgendwie so eine Art Agenten-Thriller unter der Fassade. Und da sind halt diverse Leute beteiligt, aus diversen Nationen auch. Und ja, das geht halt, wie du es schon sagst, wild hin und her mit den Spekulationen. Dann geht es um einen Morphiumsüchtigen, der da in Verdacht gerät, der aber auch selber erpresst wurde. Und so ist es halt immer mit diesen Abhängigkeiten, dass das immer so hin und her geht. Und man tatsächlich, als Jens Wawacek dann zum Beispiel auftaucht, habe ich gedacht, wer ist das denn jetzt? Ja. Wirklich vogelwild, viele Figuren und so ganz kann man den Überblick, glaube ich, auch gar nicht behalten. Also dieses Versprechen, dass die anfängliche Verwirrung sich Stück für Stück verringert, weiß nicht. Mir ging es nicht wirklich so. Was schön war, ist eigentlich so dieses Setting tatsächlich, Genf in den 30ern und mit diesen Agenten und so. Aber dadurch, dass die Motivlagen und diese Figuren und wie sie miteinander agieren, tatsächlich sehr verwirrend ist, hat sich das so ein bisschen verloren. Und als dann die drei alten Damen dann noch ins Spiel kommen, da war dann bei mir auch irgendwann der Stecker gezogen, muss ich sagen. Auch wenn ich den Leuten, wenn sie dann aufgetreten sind, also Gerlach Fiedler zum Beispiel als der so ein alter, verknorzter Altagent, der irgendwie so alles weiß und sämtliche Informationen hat. Das ist schon toll, dem zuzuhören. Ja, ihm zuzuhören, aber inhaltlich dann weiß nicht, ist das, was er transportieren sollte. Oder Jens Wawacek macht das auch ganz toll, aber inhaltlich weiß ich auch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ja. Wenn ihr hier so auf verschachtelte Agentenstücke steht, hört da mal rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Ja, also es lohnt sich ja allein wegen den Sprechern. Ja, das stimmt. Das schon sagen. Ja. Ja, weiter im Handel. Bei Karussell wird es eine neue Folge der Schule der magischen Tiere geben. Die Nummer 13 erscheint. Bravo, bravissimo. Dann endlich kommt's raus. Ich habe schon so lange drauf gewartet. All Ears bringt endlich die Peck-Produktion aus 1975, die verzauberte Melodika. What? Ja. Von Wolfgang Ecke. Was ist das denn? Was ist das für ein Cover, oder? Ja, ein junger Mensch mit blonden Haaren spielt Melodika und sitzt in einem Formel-1-Wagen. What? Alles klar. Einem rosa Formel-1-Wagen. Ja klar, natürlich. Ja. Die 70er. Ja, ich denke auch. Also ich weiß, also ich kenne zwar Wolfgang Ecke, aber jetzt nicht so in seiner, nur aufgrund seiner Werke, nicht so persönlich, aber so ganz ohne Substanzen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, egal was da passiert. Allein das Cover abzunicken. Aber ich habe auch noch nie was davon gehört, also von dem Stoff an sich. Ich vermute mal, es ist tatsächlich ein Originalhörspiel. Er hat ja viele Originalhörspiele geschrieben und ist mir auch noch unbekannt, obwohl ich sonst von Wolfgang Ecke wirklich alles habe. Also danke All Ears, dass das ans Licht gezerrt wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Unfassbar. Ja. Im Traum blies er die Melodika und nicht im stillen Kämmerlein, nein, auf einem dahinrasenden Rennauto. Ja gut, warum sollen sie es sonst abbilden? Ja, unfassbar. Das wäre noch skurriler. Komm, ich mache ein Hörspiel, da kommt eine Melodika vor und ein Rennauto. Ja, das wäre so wie, wenn man bei den drei Fragezeichen damals einen Motorradfahrer aufs Cover hief, der im Hörspiel überhaupt nicht auftaucht. Ja, genau, ist ja völlig absurd. Macht kein Mensch. Nee. Ja, Dino Rock hatten wir ja auch schon mal, Dino Rice und die Legende des Dino Rock hatten wir ja schon erwähnt, wird es weitergehen. Am Freitag, den 4. November, erscheint die Folge 3 schon, das magische Licht bei Europa. Dann Dreamland gruselt auch weiter, die Folge 54, die Rückkehr der Todesratte. Na, das ist doch ein Francis-Ableger von Raimund Juncker. Ja, war gespannt, was sie draus machen. Ja, auch Face von Helsing geht weiter mit Folge 65 im Horrorwald.
des Hallimash. Hallimash ist mit CH geschrieben, muss deutsch sein. Das ist für mich die Silvesterfolge von Fail-Spiel. Was ist mit dem Cover passiert? Pilze. Ah, Pilze. Ne? Also ich hätte jetzt erst Silvester getippt, aber es sind Pilze, glaube ich. Also ein ungesunder Gesichtsausdruck. Mhm. Ja. Brüste sind drauf. Also ja, Brüste ist wichtig. Eindeutig. Hauptsache Brüste sind drauf. Richtig. Holmes und Watson Mysteries geht auch weiter mit Folge 26, der schwebende Räuber. Ja, und den Deckel macht die Midnight Tales auf den Zweiteiler Träume im Hexenhaus. Die zweite Folge erscheint nämlich auch am 4. November. Und Planet Eden geht's auch weiter mit Teil 10 bei Maritim. Und eine neue Folge Wendy wird's auch am 4. November geben. Die Folge 78, Kampf ums Heu. Wird Heu jetzt auch noch knapp, oder was? Boah, nervt. Putin, Arschloch, echt. Oh, Kampf ums Heu. Das ist so lustig, auf so vielen Ebenen. Ja. Ich habe Pferde in Rüstung gerade vor mir, die aufeinander losgehen und die letzten Heureserven und es hinsetzen. Entschuldigung. Gib das Heu frei. Gib das Heu frei, genau. Am Freitag, den 4. November, kehren wir ins Radio zurück. Bei RBB Kulturradio gibt es eine Ursendung um 19 Uhr. Kino Komet heißt das Hörspiel von Live Love Kollektiv, eine Eigenproduktion mit dem RB zusammen. Ja, würde ich gerne hören, aber ich muss leider parallel bei WDR 3 einschalten. Dort läuft nämlich um 19.04 Uhr auch eine Ursendung, und zwar ein neues Hörspiel von, aufgemerkt, Kai Magnus Ding. Ja, Mord zu fünft wird es geben. Es ist großartig besetzt. Also es ist, also der Hauptkommissar spielt Dietmar Bär. Ich weiß nicht, ob der sowas kann, Kommissare spielen, oder? Ich glaube nicht. Nee, also ist schon gewagt, weiß ich nicht. Also dann Gisela Schneeberger, der Hammer. Hammer, ja. Ja, Kai Magnus Ding, das Ding spielt selbst. Ich wette, in 100 Jahren, lieber Kai Magnus, es tut mir so leid. Sting, ich muss mich so zusammenhalten, ist besprach. Ja. Er kennt dann das. Als weiterer Kommissar spielt Felix von Manteuffel mit, also auch russisch, und die tolle Ulrike Griner ist dabei. Also es ist Josef Tratnik, auch. Ja, Hammer, es ist, cool. wird hinten raus immer noch besser. Also Hans-Martin Stier ist dabei. Großartig. Ja, freue ich mich wie Bolle drauf. Es ist relativ frisch. Also die Kollegen waren erst Ende Oktober im Studio und ja, also es ist, man könnte es deswegen leider noch nicht hören, weil es noch gar nicht fertig ist. Aber bis zum 4. November wird das wohl sein und dann auch zu hören sein. Ich freue mich wie Bolle drauf. Die Abteilung ABS, Abseitiges, Böses und Skurriles in der Mordkommission, das ist ein Knaller. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Kohlraben Schwarz. Ich habe Kai Magnus übrigens neulich bei einer Lesung besucht. Das war so großartig, weil er liest schon, aber es ist dann doch mehr erzählen und es ist so unglaublich, was der Mann tatsächlich auf der Bühne da so aus dem Hut zaubert. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, ihn mal live zu sehen, tut das bitte. Selbst wenn es euch, also wenn er in Anführungszeichen nur eine Lesung macht, was vielleicht nicht so euer Ding ist, geht dahin. Großartig. Ja, dann am Freitag, den 4. November, gibt es eine Ursendung im SRF 1. Um 20 Uhr startet nämlich etwas, was wir euch schon vorgestellt haben und übelst bejubelt haben, denn das ist wirklich ganz groß. Das mit de Zoe. Das war auch, ist auch einer meiner Favoriten tatsächlich aus diesem Jahr. Teil 1 und 2 gibt es dann zu hören von Julie Butz-Sörensen. Ein Original aus dem Norden, Finnland. Ich glaube Dänemark. Ja? Dänemark. Das dann vom SRF übertragen wurde und auch, es ist mundartig, denn es spielt dann eben auch im Sendegebiet, sage ich jetzt mal. Was euch aber um Himmels Willen bitte nicht abschrecken sollte, denn wenn ihr das noch nicht gehört habt, tut das. Das ist wirklich ganz toll. Ein Zehnteiler. Ihr könnt das auch einfach so hören. Das ist immer noch zum Download beim SRF. Oder eben, ihr könnt es da im Radio hören. Wie auch immer, tut es. Hört euch das an. Das ist wirklich ganz toll. Unglaublich dicht. Und also ich denke auch im Jahresrückblick wird sich das in meiner Liste wiederfinden. Könnte ich mir gut vorstellen. Auch, ja. Das war schon ein Knaller. Aber hat man auch lange tatsächlich aus dem Radio gelassen. Also wundert mich, also dass man das so früh online gestellt hat. So ist ja schon im Frühjahr irgendwann gewesen und jetzt erst gesendet. Aber nur gut, so ist die Zeit heute. Ja, dann hat Rosa von Braunheim hat Geburtstag. Er wird 80 und ja, da gibt's Hörspielware, und zwar hat Bayern 2 ein Stück des Rias
eine Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1986 wieder ins Programm gehoben. Die Nachtigall heißt das Ganze und wird um 21.05 Uhr am 4. November gesendet. Die gibt's auch noch, ne? Rosa von Braunheim. Ich glaube ja. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal. Mehr macht man nicht vorab. Machen wir dann hinterher. Genau. Wenn wir es gehört haben. Dann am Samstag, den 5. November 19.04 Uhr im WDR 3 gibt's dann schon den dritten Teil von Frankenstein und der moderne Prometheus. Ja, die große WDR-Produktion aus 1999 nach Mary Shelley. Ja, und dann am 5. November um 19.04 Uhr bei WDR 5 gibt es den zweiten Teil von Schwarze Häuser von Sabine Ludwig, die Neuproduktion des WDR. Ein Zweiteiler fürs Kinderprogramm. Hat mir euch ja im Oktober voraushören, im letzten Orcast schon vorgestellt, weil der erste Teil ja noch im Oktober lief. Ich habe tatsächlich jetzt schon reinhören können und es ist, ja, spannend. Es geht in Sabine Ludwigs eigene Kindheit zurück. Sie macht also quasi den Opener und das Outro des Ganzen, setzt also quasi den Rahmen der Story. Es geht auf eigene Erlebnisse zurück, nicht Kinderlandverschickung, das war ja im Krieg, aber es war ja in den 60er, 70er Jahren, schon in den 50ern üblich oder beziehungsweise gab es die Möglichkeit, Kinder zu Ferienaufhalten in Ferienheimen, die meistens von Nonnen geführt wurden, also irgendeinen christlichen Hintergrund hatten oder zumindest in der Ausprägung waren, die dort in Anführungsstrichen Urlaub zu schicken. Und das war seinerzeit wohl schon so, dass die leider in vielen Fällen ganz üble Gesellen waren, die eigentlich nur die Knete abgezockt haben und da so möglichst billig und möglichst wenig Aufwand betrieben, um die Kinder da gut zu versorgen, sondern eben ja da nur das Nötigste boten und auch, was noch viel schlimmer war, ein extrem strenges Regiment führten. Das wird hier sehr eindrucksvoll dargestellt. Zwar auch so, dass es jüngere Ohren durchaus hören können, ohne ein großes Trauma zu kriegen, aber zumindest mal ist es doch, bleibt der erschreckende Eindruck dieser Zeit. Und das Ganze wird ja sehr gut präsentiert. Also es ist ein Zweiteiler, der aber vollkommen über die Länge trägt, obwohl der Plot jetzt nicht den üblichen Erzählsträngen fordert, sondern halt eben einfach nur das abbildet, was dort in diesen Heimen passiert ist. Quasi komplett aus den Erinnerungen von Sabine Ludwig, aus den eigenen Erfahrungen entstammt. Das fand ich dann schon sehr beeindruckend, weil man da auch nicht bewusst jetzt irgendwie so sagt, also ich muss da jetzt irgendwie noch was ganz Krasses dazu erfinden, damit das am Ende passt. Es ist krass genug, was da passiert ist und das ist auch alles glaubwürdig und ich vermute mal auch, dass das alles auch tatsächlich so passiert ist, inklusive der Rettung. Also das wird ist sehr glaubhaft und gut erzählt und packt und trägt auch über die anderthalb Stunden, die das dann Ganze letztlich geht. Also hat mir sehr gut gefallen und würde ich euch durchaus ans Herz legen. Das Ganze wird natürlich auch im WDR Hörspielspeicher in der ARD Audiothek, wo man halt WDR-Produktionen findet, zu finden sein. Ab Ende Oktober wird es auch den Download geben. Also wenn ihr das hier hört, ist es bestimmt auch schon zum souveränen Nachhören verfügbar. Schön. Ja, dann gibt es eine weitere Ursendung und das ist ein kleines Kleinod. Ich nehme es vorweg. Ja. Am Samstag, den 5. November, sendet nämlich SRF 2 Kultur ein Hörspiel von Johannes Meyer und Wolfram Höll. Eine SRF-Produktion natürlich, namens Die eingebildete Maske. Am Regiepult Ulrich Passange, liebe Grüße, und auch für die Musik hat er zusammen mit anderen gesorgt. Und das Ding ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ein Kleinod. Ja. Das ist nämlich eine Komödie, die auch ganz bewusst eine Anlehnung an Molière hat, wo eben auch Figuren auftauchen, wie sie in den Theaterstücken von Molière eben also auftauchen. Und das Ganze ist großartig auf die heutige Zeit gemünzt, weil sich die Menschen halt doch nicht ändern. Und die Dinge, die sie umtreiben, nämlich auf die Corona-Zeit. Das ist letztlich eine Komödie auf die Corona-Zeit, wenn man es platt irgendwie einfach mal betiteln will. Es geht um Annette. Annette fährt Bus, aber kann das nicht mehr tun, denn es herrscht Maskenpflicht, findet Annette doof. Und das artet dann aus, in dem Fall, dass sie einen Fahrgast kontrollieren will und das nicht kann, weil der Fahrgast eine Maske auf hat. Ne? Also hier so Lichtbildausweis kontrollieren geht nicht. Und da kommt es dann zu einem Handgemenge. Das wird leider gefilmt und geht viral. Und so wird Annette
immer mehr in eine Rolle gedrängt, die so gar nicht passt, obwohl sie eigentlich, sie will ja selber keine Maske tragen, sie findet das selber doof. Ja, aber auf einmal ist sie dann so eine Art Heilige, Heilige der Schwurbler, nenne ich sie jetzt mal, boshafterweise. Und das führt dann zu ganz merkwürdigen Folgeerscheinungen, nämlich, dass sie zu einem Arzt kommt und dieser Arzt ist so großartig von Hans-Georg Pantschak gesprochen. Also diese Rolle, das fand ich so sensationell lustig, schräg, bescheuert. Also es ist, müsst ihr euch anhören. Ich will auch eigentlich gar nicht zu viel verraten. Dieser Arzt hat nämlich dann diese Idee dieser eingebildeten Masken, verlangt dafür eine horrende Summen, was immer mal eine Rolle spielt und immer mal auftaucht, sind nämlich des Kaisers neue Kleider. Dann könnt ihr euch schon denken, in welche Richtung das geht. Ja, und als dann als Sahnetüpfelchen dann auch noch der Koch festhalten, Hilda Adelmann auftaucht. Ja, Hilda Adelmann gespielt. Hilda Adel, irgendwann an irgendwas erinnert mich das. Ich weiß auch nicht. Gespielt wieder großartig von Christoph Maria Herbst, auf den Punkt besetzt und wieder mal Ulrich Basorsch und Christoph Maria Herbst. Das passt einfach sensationell. Und eben das, was Christoph Maria Herbst auch in seinem Strombergschen Sinne immer mal so ausgezeichnet hat, das eben wirklich nach vorne gekehrt, als diese um sich selbst kreisende, egoistische Figur einfach, es ist einfach nur ein Fest, dem zuzuhören. Und das alles auch noch umrahmt und eingesetzt in so eine Theateratmosphäre, allein durch die Musik, die so großartig ist, mit so humoristischen Barocksachen spielt. Es ist einfach, es ist ein Fest, dem zuzuhören. Ich habe schallend gelacht, aber eben nicht nur das, weil es nicht nur albern ist, sondern auch so an vielen guten Stellen so hintersinnig ist und uns wirklich so ein bisschen auf die Finger schaut und den Leuten in den Kopf schaut, der Gesellschaft auf die Finger schaut. Und das eben, wie das eben in den Komödien von Molière eben ist, die Gesellschaft spiegelt. Es ist wirklich ein Fest, es ist ein ganz tolles Stück, das ihr bitte unbedingt anhören müsst. Ich fand das ganz großartig. Ja, dem schließe ich mich voll innerlich an. Ich hatte auch eine diebische Freude, allein schon der Anfang, diese mittelalterliche Moritaten-Singerei. Das fand ich schon so großartig, wie man das da so, also sowohl den Stil karikiert, als auch den Inhalt dann, also es ist bestens. Und dann natürlich, wie das gespielt wird hier, ist sensationell gut und die Story hat wirklich alles, was in so ein Ding rein muss, also die Aktualität und wirklich, wie du schon sagst, der Gesellschaft richtig auf die Finger geschaut und das sehr gut runtergebrochen, was so alles in den letzten 2 Jahren passiert ist, das ist schon wirklich sehr, sehr großartig. Ja, hört euch das an, bitte. Wusstest du eigentlich, dass ich auch in diese Querdenker-Szene abgetaucht bin? Bist du auch abgetaucht? Lange Zeit, ja. Weil ich wollte mein Tambourinspiel verbessern. Ja, weil die doch immer bei den Demos, weißt du so. Ach so. Ja. Ja, ist ein Grund, ja. Ja, der einzige auch. Ja, könntest du auch hier, wie heißen sie, Strickliesel-Würste und so. Ja, genau. Wenn man das ein bisschen professionalisieren will. Ja. Ja. Das ist schon, also das ist wirklich, das fasziniert mich auch tatsächlich immer noch, was da zusammengekommen ist. Diese Gemengelage, was ohne Corona nicht passiert wäre, dass das so geballt ist. Und das bleibt mir lange hängen aus der Corona-Zeit. Auch wenn, sie ist ja noch nicht vorbei, ne? Corona ist ja nie vorbei, aber so diese krasse Zeit, das will mir nicht in den Kopf tatsächlich, wer da dann zusammengekommen ist. Ja, nur wegen Prass auf der Gesellschaft oder weiß ich nicht, was da ursprünglich dann ist irgendwie Nichtverstandenheit oder weiß nicht. Ja, man merkt, wie fragil so eine Gesellschaft auch ist. Man dachte immer, das ist alles so gesettelt und gerade in Deutschland, wo ja kaum irgendwas verrückbar ist, das ist ja, gelten ja nicht umsonst als die Spießer, die nicht zu einer Revolution oder sonst was fähig sind, dass in so einer Gesellschaft sowas, also so ein Riss, also hätte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. Also durch Familien und also ist Wahnsinn wirklich, was da passiert ist. Ja, wenn ihr die humorvolle Seite. Also hört es euch an, das ist wirklich, also fand ich sensationell. Einfach. Also von der Idee über die Umsetzung, über einfach alles ganz toll. Ein Kleinod, ja. Ja. Ja, dann schon vorgestellt hatten wir euch das Hörspiel Die Polizei von Björn S.C. Deigner. Das Ganze wird nochmal am 5. November beim Deutschlandfunk um 20.05 Uhr gesendet, weil Hörspiel des Monats August, das wird ja immer dann am ersten Samstag des übernächsten Monats gesendet, genau, drübernächsten Monats, genau. Immer mit 3 Monate Verspätung. Ja, und
so auch hier, wie gesagt, am 5. November könnt ihr nochmal die Polizei hören. Ich habe es immer noch auf dem Player. Na gut. Dann am Sonntag, den 6. November, gibt es was Neues im Handel. Und zwar Holysoft. Folge 7 von Cthulhus Ruf, Träume im Hexenhaus. Na, das hatten wir doch gerade eben. Ja, genau. Und am 6. November gibt es auch was Neues im Radio. Allerdings schon um 17.03 Uhr. Achtung, merkwürdige Uhrzeit. Und zwar läuft da ein neues Hörspiel nach Georges Simenon. November wird das Ganze heißen. Und ja, man darf sich freuen, nachdem man vor 2 Jahren ja einen ganzen Schwung an Simenon-Hörspielen gebracht hat, die jetzt auch zum Teil nochmal in diesem Zuge wiederholt werden. Kommen wir später auch noch zu. Da hat man dann auch gleich nochmal ein neues produziert. Also leider nur eins, aber immerhin. Und wie gesagt, das läuft am 6. November und wird da auch in der NDR-Hörspielbox zu hören sein. Ja, dann gibt es was ganz Großes. Eines, also der Hörspiele in großen Lettern, das mir so dermaßen immer noch hinterherhängt, weil diese Atmosphäre, die in diesem Stück drin steckt, so bombastisch ist. Ich muss immer, wenn ich an Wir, um das geht's übrigens, von Jewgeni Samjatin, die SWR-Produktion aus 2014, die auf beim DAV auf CD erschienen ist übrigens. Wenn ich daran denke, habe ich immer den Vergleich zu Brazil. Keine Film, sondern ein Hörspiel von der Atmosphäre, von diesem Klangbombast, muss ich immer an Delay denken. Ah, okay. Genau. Weil dieser Klangbombast, also gerade diese überwältigende Musik von Ralf Töne, übrigens ganz sensationell in diesem Stück, weil das auch so ein unfassbarer Bombast ist, der einen so wie so ein Brett entgegenschlägt. Also so kann man nicht ausweichen. Ja, das gibt's zu hören nochmal am Sonntag, den 6. November, 18.20 Uhr im SWR 2. Und ja, was soll man sagen? Also kann man nur allerwärmstens empfehlen. Der Roman gilt so eine Art als Vorgänger von Brave New World und von 1984, weil ähnliche gesellschaftliche Verhältnisse dargestellt werden, so eine Dystopie gezeichnet wird und ja, inhaltlich wie vor allem in der Umsetzung grandios. Also das müsst ihr euch anhören, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, apropos, das müsst ihr euch anhören. Ganz andere Baustelle, aber auch großartig und für uns schon vor Jahren bejubelt, ist auch schon ein bisschen älter, ein Stück aus dem Jahr 2008, was nochmal gesendet wird. Und zwar Eugen Egners Olga Lafon kommt nochmal im Radio und zwar, wie gesagt, am 6. November 19.04 Uhr bei WDR 3. Und wenn ihr es nicht kennt, hört das. Es ist großartig. Was soll man sagen? Ein ganz toller Egner, ja. Matthias Matschke, siehst du, hatte ich jetzt nicht mehr im Ohr. Müssen wir mal wieder anhören, glaube ich. Ja, das war jetzt zu einer Zeit, als kannte man da Matschke schon? Ja, doch. Klaus Pastewka war ihm der schon geläufig, ja. 2008. Aber auch sonst, Traugott Bore, Klaus Herm ist dabei. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall, hört das. Es ist allerdings sehr wild und sehr skurril und ja, aber ihr werdet ja hören. Egner halt, ja. Egner, ja. Dann am Sonntag, den 6. November, um 23 Uhr gibt es was auf Ö1, eine Ursendung. Red Rooms oder 7 Episoden über ein prekäres Verhältnis, Rotkäppchen und der Wolf, ein Hörspiel nach Angelika Castello, eine Produktion von i5 House 2022. i5 House. Mhm. Ja, so steht es da. Ja. i5 House? Nee, dann wird House anders geschrieben. Macht auch keinen Sinn. Naja. Ja, am Montag, den 7. November, Deutschlandfunk Kultur bringt ja immer um 22.03 Uhr einen Krimi und so auch an diesem Montag. Das Hörspiel Vernagelt von Ulrich Land ist mal wieder zu hören. Ein Stück in der Regie von Sven Stricker aus seiner noch aktiveren Zeit als Hörspielregisseur. Ein großartiges Stück über ja die oder beziehungsweise das im Nachgang zu den Protesten der Stadtbahn West in Frankfurt spielt, also im deutlichen Nachgang, denn nach Jahren, also in der Jetztzeit oder damaligen Jetztzeit, also 2008 in dem Dreh, wird nämlich eine Leiche gefunden, die wohl im Jahr 1981 bei den Protesten ums Leben gekommen ist. Und ja, diese Verbindung in die Vergangenheit interessieren zwar die Kommissarin, die hier von Sonze Neu großartig gespielt wird, nicht besonders, aber den Mitermittler, der von Hans-Werner Kreekamp gespielt wird und das großartig, weil er auch hier dieses Frankfurter Idiom sehr schön auf der Zunge trägt und das damit auch wirklich so eine Erdverbundenheit mit diesem Stoff schafft, was wirklich hier großartig gelingt. Also es ist ein tolles Gemälde dieser Zeit, also in ein Revival dieser Zeit, weil das halt immer wieder Bezüge zur Vergangenheit hat und diese Vergangenheit, die jetzt zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre zurücklag, ja nicht verklärt, aber so zumindest die Auswirkungen zeigt auf die einzelnen Figuren, die da eine Rolle gespielt haben. Und das hat mir richtig
gut gefallen und würde ich euch dringend ans Herz legen. Also ein wirklich guter, im realen verhafteter Krimi, der ja wirklich gut unterhält und auch für Krimi-Fans durchaus ein Ohr wert ist. Auch wenn, ich sag mal, das Hauptaugenmerk vielleicht gar nicht so auf dem Krimi-Plot, sondern mehr um das Drumherum liegt. Aber das ist durchaus hörenswert. Hey, vor Jahren gehört, fand ich ja. Aber auch gut damals, erinnere ich mich. Ja. Dann gibt es ein Schreckmümpfeli am Montag, den 7. November im SRF 1 um 23.04 Uhr. Eine Ursendung, Die Rache des Baums von Elisabeth zu Gilgen. Eine SRF-Produktion natürlich. Ja, und dann endlich, es ist November, beziehungsweise Ende Oktober, startete ja schon die dritte Staffel von Grauen zu Halloween. Ist die Folge da. Tatsächlich ist sie schon 1, 2, 3 Tage früher online. Die Folge 22 ist da und jetzt die Folge 23 wird es schon direkt am 8. November pünktlich zum Novembervollmond geben. Sie wird Das Kind heißen und stammt aus der Feder von André Benzinger. Ja, sehr schön. Dann Dino Rise geht weiter. Mittwoch, 9. November gibt es im Handel Die Legende des Dino Rock Teil 4, Der Kampf in der Wüste. Ja, dann schon angedroht, es wird nochmal einige Hörspiele von Georges Simenon aus der NDR-Reihe von 2020 geben. Und zwar Die Glocken von Bicetre laufen am 9. November um 20.03 Uhr bei NDR Kultur. Ja, passt jetzt zum November. Ja, irgendwie. Dann gibt es Kein Mucks am Donnerstag, den 10. November. Etwas Neues aus dem Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Herr Leavenworth ist tot. Ein Hörspiel von Anne Catherine Green, eine BR-Produktion aus 1970. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Es sagte mir überhaupt nichts. Also die Autorin sagte mir nichts, obwohl sie wohl tatsächlich die erste Krimi-Roman-Autorin war. Also das habe ich schon nie irgendwas von gehört. Aber finde ich umso interessanter. Mhm. Bin gespannt. Dann ein alter Klassiker gibt es zu hören. Am Donnerstag, den 10. November im Deutschlandfunk Kultur, 22.03 Uhr wird das allseits geliebte Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle nochmal gesendet von Thilo Reffert. Ganz tolles Ding aus 2009 beim MDR produziert. Ja, das hatten wir auch divers schon bejubelt und auch Matthias Matsch gedacht wieder auf. Ja, ab in den Handel. Es ist Freitag, der 11. November und da gibt es wieder was auf die Ohren, unter anderem von Kiddings, denn Benjamin Blümchen bringt auch was Weihnachtliches auf 2 CD-Ras, das große Weihnachtssingen. Wobei das der Titel nicht so ganz klar ist. Er wird mit Weihnachtssingen angekündigt und im Cover steht aber das große Adventssingen. Also man wird noch wohl erfahren, wenn es dann da ist, wie es dann tatsächlich heißt. Ach, Advent, Weihnachten, Hauptsache Spanien. Genau, Hauptsache Oster. Bibi und Tina gibt es eine Sonderedition, nämlich einen Adventskalender mit dem gleichen Cover wie bei der anderen. Nick der Schlittenhund. Nein, das Cover ist falsch. Okay. Also beim anderen ist der falsch. Nick der Schlittenhund heißt das Hörspiel bei Kiddings. Ja, dann im letzten Orcast in der News-Ecke schon angedroht. Dark Homes wird als neue Serie bei Contendo Media erscheinen und los geht's hier am 11. November mit den ersten beiden Folgen. Folge 1 heißt Blutbad und die Folge 2 Verrat. Das Ganze aus der Feder von Erik Albrot und wird eine, ja, 13-teilige Staffel werden. Manu Lobowski ist Sherlock Holmes. Spannend, ja. Sehr spannend. Und auch, was wir wieder geschafft haben, und das ist, also da mal wieder dickes Lob vorweg, die Cover sind geil. Stechen wirklich ins Auge und setzen sich ab. Das ist wirklich cool. Dann geht es auch mit erfreulicherweise mit Die größten Fälle des BND weiter. Folge 5, Mein Freund der Terrorist. Ja, und ich weiß, er fiebert jetzt schon drauf, den Running Gag dieses Orcas, Dino Rise. Die Folge 5, Das Portal, wird auch erscheinen am 11. November. Bei Dr. Morbius geht es auch weiter am 11. November. Die Folge 21, Die Fratze im Spiegel bei Maritim. Ja, im letzten Orcast auch schon mal drin, aber durch eine Verschiebung jetzt auch wieder hier gelandet. Am 11. November soll jetzt endlich Eule finde den Beat Folge 4 mit Instrumenten erscheinen. Dann es wintert, Frau Holle steht vor der Tür und schüttelt die Betten aus. All Ears hat gebuddelt, eine RCA-Produktion aus 1979 und mit drauf ist auch das tragische Märchen vom König Drosselbart, das ja auch nicht so ganz frauenfreundlich ist. Ja, das stimmt. Ja, dann apropos Märchen, apropos All Ears, die haben auch noch eine maritime Platte aus dem Jahr 1973 ausgegraben. Oh,
Grimms Märchen neu erzählt heißt das Ganze und ist in der Regie von Heinz-Günter Stamm. Oh, guck an, mit der Musik von Frank Duval. Ich habe jetzt schon Angst. Aber toll besetzt mit Herbert Fleischmann, Tommy Pieper. Bin sehr gespannt, wie uns die neuen erzählten Märchen, die O.F. Melin, ja, bearbeitet hat, wie uns die gefallen werden. Ja, da werde ich bestimmt mal reinhören. Mhm. Ja, dann Margaret Rutherford, Folge 17, Schüssel auf der Schafsweide, gibt es bei Hermann Media. Ja, dann ein, ja, wie immer, Knallerle, Professor van Dusen ist zurück. Folge 32 der regulären RIAS-Reihe Professor van Dusen und das Auge des Zyklopen von Michael Koser wird ab 11. November bei Maritim neu aufgelegt, wie immer mit dem kleinen Interview mit Michael Koser und Reinhard Lute am Ende. Und der Fall, den fand ich auch großartig, weil er auch wieder uns zurückführt ins klassische New York-Milieu. Es geht nämlich um ein Abenteuer mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er? Quakenbusch. Nein, der Kommissar, der Lestrade. Caruso, meine Güte. Aber mit einem anderen Caruso-Sprecher. Ja. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es mich gestern nochmal gehört tatsächlich. Ja. Und war dann doch etwas erstaunt, weil es ein anderer Caruso-Sprecher ist. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Vielleicht hat da andere keine Zeit gehabt, weiß ich nicht. Aber also die Besetzung ist ja, Arnold Marquis spielt mit Susanna Bonaselli, spielt also super, oder? Hammer, voll cool. Ja, großartig. Und der Fall ist natürlich knallermäßig wie die Familie Caruso da. Voll im Einsatz ist und Frau Caruso die ganze Zeit das Gleiche kocht und alle dann meckern. Es ist wundervoll, was da für Spitzen wieder drin sind, wie aus diesem eigentlich simplen Fall dann wieder sowas Besonderes gemacht ist. Das ist, also Koser ist einfach großartig, wie der ja diese so Besonderheiten einem eigentlich schnöden Fall dann so Besonderheiten verleiht. Als eigentlich ist ja ein angekündigter, also ein vermuteter Raub, der passieren soll und was eben die Polizei dann unternimmt, zusammen mit Van Dusen, sich irgendwie einen Plan ausheckt, um das zu verhindern. Und das war es eigentlich schon. Aber was halt da draus gebastelt wird, ist einfach sensationell. Ja, das ist wohl richtig. Also das ist, fand ich auch höchst unterhaltsam. Also gerade mal wieder diese Rückkehr von dieser Weltreise in die Normalität, aber dann das so ein Fass aufmachen. Und das Schöne ist ja auch, man weiß ja immer, was passiert. Also es ist, dieser Fall lässt ja immer so alles ahnen. Ist klar, dass diese Nummer schiefgehen muss und dass natürlich Van Dusen das am Ende dann wieder gerade biegt. Das ist eigentlich alles so vorhersehbar und trotzdem stört das zu keinem Moment, weil es halt einfach so toll und großartig erzählt ist und mit so bunt und trotzdem nie man das Gefühl hat, es ist jetzt so drüber, dass man es nicht mehr hören könnte. Also diese Kranfahnderung ist, fand ich echt klasse. Ja, der Koser kann es halt und der Klute auch. Ja, und Klute ist ja auch... Wir haben neulich mal wieder Van Dusen und die Räuber gehört. Das ist so unfassbar, was der da von Musik rausgekramt hat. Und wir stellen uns dann immer vor, wie Rainer Klute irgendwo auf einem Flohmarkt ist, irgendeine Platte aus irgendeiner hinterletzten Ecke rauszieht und sich denkt, was mache ich denn mit dieser Platte? Ja. Und dann irgendwie nach Hause kommt, also wir malen uns dann so Geschichten, also er dann nach Hause kommt und die Frau wieder meckert, weil er wieder eine Platte mitgebracht hat und er dann sagt, ja, das brauche ich bestimmt, irgendwann brauche ich die. Ja, und so wird es dann auch sein. Und dann kommt, ja, da, da, ram, da, 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 irgendwelche ethnologischen Aufnahmen von, was weiß ich was, wo. Es ist wundervoll. Man würde das jedem anderen um die Ohren hauen. Das ist hier so toll. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Van Dusen ist einfach Lieblingsserie. Hören. Dann Freitag, der 11. November, gibt es noch was im Handel, nämlich Schlau wie 4, die Folge 30, Piraten auf Schatzsuche in der Karibik bei Europa. Ja, auch Holysoft veröffentlicht mal am Freitag nicht, wie sonst einfach wild nach gut dünken, sondern am 11. November erscheint eine neue Sherlock Holmes Legends, die Folge 12, Silberstrahl. Dann was Gesetzteres, TKKG Folge 100, Folge 225, Tanz mit der Giftschlange. Jo. Na super. Und Nadine, ein zentrisches Gothic Girl aus dem 9B. Das muss ich mit meiner Frau hören. Das ist lustig. Ja. Oh Mann. Aber deine Frau war kein exzentrisches Gothic Girl, oder? War auch nie in der 9B. Hat die eine Gothic-Phase? Weiß ich gar nicht.
Oh Mann, naja. Wayne McClare geht auch weiter. Folge 22 des Meisters größte Schmach wird am 11. November ebenfalls erscheinen, und zwar bei Maritim. Schön, dann geht's auch aufs Finale zu. Ja. Ja, dann ein spannendes Hörspiel von Marianne Zückler gibt's zu hören, mal wieder am Freitag, den 11. November, 19 Uhr im RBB. Da gibt's die Läuferin nochmal zu hören. Die RBB-NDR-Koproduktion aus 2011. Hatten wir euch tatsächlich, glaube ich, noch nie vorgestellt. Das lief tatsächlich. Echt? Ja. Nicht? Ich hätte auch gesagt, wir hätten das schon drin gehabt, aber hatten wir tatsächlich nicht. Okay. Also von daher müsst ihr das jetzt hören. Ihr hört es jetzt wahrscheinlich von uns zum ersten Mal, dass wir euch das ans Herz legen. Es macht ist Marianne Zückler, was muss man da noch mehr sagen? Ja, muss man eigentlich nichts sagen. Es geht eigentlich, also es ist kurz zusammengefasst, um eine Läuferin, wie der Titel schon nicht ganz subtil verrät, die arbeitet während des Laufens den Tod bzw. ihre Beziehung zu ihrem Vater auf. Das ist so toll verwoben, wie man das zusammenbringt, dieses Laufen und diese Aufarbeitung. Ganz toller Stoff, wirklich gut zu hören und ja, macht einen Riesenspaß. Also Spaß ist vielleicht übertrieben, aber es ist wirklich... Spaß ist nicht übertrieben, ist das falsche Wort. Ganz einfach. Es ist sehr eindrücklich und ja, solltet ihr dringend hören und euch das gönnen. Wirklich sehr gute Hörspielunterhaltung. Ja, absolut. Dann, wir bleiben beim Freitag. 21.05 Uhr gibt es im BR2 eine Ursendung. Und zwar das Hörspiel Blut von Dana von Suffrin, eine BR-Produktion. Ja, dann ein kleines Knallerle, was wir euch aber auch schon mal vorgestellt, also das hatten wir euch schon mal vorgestellt. Am 12. November ab 19.04 Uhr bei WDR 3 werden nochmal die Entbehrlichen von Nini Holmquist zu hören sein. Ein ganz großartiges Stück, eine düstere Zukunftsversion über eine Zeit, in der Menschen nur noch dann gelten, wenn sie Kinder haben. Also sie zählen nur noch dann, wenn sie sich reproduzieren, und wer das eben nicht hält, ist halt eben für die Gesellschaft entbehrlich, und die bekommen das auch zu spüren. Und das ist fantastisch umgesetzt, toll erzählt, wirklich gut in diese eine Hörspielstunde gepackt. Hat mir richtig gut gefallen seinerzeit. Dann gibt's was Großes, und zwar die große Produktion Die unendliche Geschichte, der Sechsteiler des WDR aus 2014, der auch bei Hörbuch Hamburg auf CD erschienen ist. Am Regiepult Petra Feldhoff mit der tollen Musik von Felix Rösch. Und das gibt's im WDR 5 zu hören und startet am Samstag, den 12. November, 19.04 Uhr. Ja, das sollte man doch auch mal gehört haben, den Klassiker in diesem neuen, also damals neuen Gewand. Das fand ich doch sehr schön, also vor allem auch musikalisch toll umgesetzt mit einer tollen Besetzung. Ja, also das sollte man gehört haben, finde ich. Ja, blinkt. Ja, dann gibt es noch zweimal Audioartiges auf die Ohren. Am Samstag, den 12. November, und zwar parallel einmal um 23 Uhr bei HR2, läuft eine Ursendung von der 9. Staffel Am Grabe mit Schatten von Stefan Fricke und Alpa Maral. Und parallel dazu wird bei SWR2 das Hörspiel vom Hörspiel zu hören sein, und zwar mit Werken aus dem Wettbewerb um den Kaltschuka-Preis. Die stellt euch dann dort Thomas Meineck vor. Ja, Sonntag, den 13. November, um 14 Uhr startet auf BR2, HR2, SWR2, RBB Kulturradio und WDR 5 die Live-Übertragung des Hörspiels, ja, von den ARD-Hörspieltagen. Seeräuber Moses ist es, ein Hörspiel von oder nach Kirsten Boje. Und ja, produziert haben es eben die beteiligten Sender. Und ja, Musik macht Henrik Albrecht, Regie hat Thomas Leutzbach. Und das ist doch immer wieder ein Fest, das zu tun. Ja, unbedingt. Hört euch das an, das ist immer ganz großartig. Und wenn ihr Gelegenheit habt, nach Karlsruhe zu fahren, guckt euch das an. Also der Eintritt ist dort auch frei. Ihr müsstet nur morgens früh da sein. Es gibt nämlich so Platzkarten, die ihr euch da gönnen könnt. Die müsst ihr dann am Empfangstresen dort euch geben lassen. Das Ding ist halt relativ schnell voll, und es gibt zwar noch eine Zweitaufführung, also beziehungsweise die Generalprobe könnt ihr dann morgens auch gucken. Da gibt es dann auch noch Karten für. Ist aber dann halt nicht das Live-Spiel, das dann im Radio gesendet wird. Ja, ja, mach das. Und jetzt hat's geklopft. Ja, unbedingt. Gut. Ja, wir hören schon auf. Bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.